Hallo, Ritter des Steins und willkommen aus meiner Burg. Heute setzen wir hier ein Stockwerk drauf, damit wir hier dieses Eck auch weiter, diese Lücke füllen, wir dann auch den Treppenturm hier irgendwann weiterbauen können, dass wir einfach diese Trennung zwischen Vorderburg und hinterem Palastteil voranbringen. Deswegen heute hier ein weiteres Stockwerk drauf. Und was da reinkommt, zeige ich euch jetzt. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Bau beginnen, ich möchte da jetzt heute einen Besprechungsraum für den König und seine Leute zu bauen. Oder für andere Könige, Herzöge. Also im Prinzip eine Tafelrunde. Sowas in der Art, habe ich mir gedacht. Ursprünglich wollte ich die aber in dieses Palastgebäude reinmachen. Es ist nur so, dass das war mir einfach zu schmal, um da irgendwie groß was reinzubringen an Besprechungsraum bzw. auch eine Tafelrunde. Deswegen musste ich das halt verlagern, habe mir gedacht, da bietet sich dieser Turm an, der hat einfach halt eine breitere Fläche. Das heißt, ich baue jetzt erstmal den Turm und den zeige ich euch gleich. Also den Turm als solches habe ich auch gebaut. Natürlich hier mit einem Zugang. Vom Treppenturm aus mit einer Türe. Ich habe einen Holzfußboden reingelegt. Ist natürlich trotzdem nicht der größte Raum, nicht der repräsentativste Raum. Deswegen habe ich trotzdem einfach mal hier noch so ein kleines Regal mit meinen Resten an Goldelementen reingesetzt. Ich musste diese Lücke füllen. Die ergibt sich halt einfach durch den Anschluss an die Mauer, dass ich das nicht vermeiden ließ. Von außen haben wir hier jetzt größere Fenster. Die habe ich auch schon ein paar Mal verbaut an anderen Gebäuden, eben weil der Raum auch eigentlich relativ hoch ist. Ich wollte hier einfach mal auch ein bisschen Abwechslung wieder reinbringen, kein so niedriges Stockwerk, deswegen einfach auf die Höhe. Also das sind die beiden sichtbaren Seiten nach vorne hinter Burg. Diese Treppe geht ja eher nach innen rein und hier an dieser Seite, da ist dann einfach nichts und hier geht dann später die Mauer hier weiter. Das heißt, das Gebäude kommt ja auch, das sieht man jetzt gar nicht mehr, da oben drauf. Als nächstes machen wir noch die Inneneinrichtung. Ich brauche natürlich einen Tisch und ich brauche Figuren. Oder? Ich brauche auch noch was anderes. Und zwar habe ich mir nämlich noch eine Wanddekoration überlegt, beziehungsweise nicht überlegt, aber halt, ja, ist ja nichts Besonderes, sondern ich werde hier einfach verschiedene von diesen Wimpeln anbringen. Die hängen dann an den Wänden runter. Also nichts Besonderes. Klassische Einrichtung, sage ich jetzt mal, für Ritter natürlich. Ich habe dann hier einen Tisch gebaut. Natürlich einen runden Tisch, wie es sich gehört, ne? Leider gibt es diese 3x3 Macaroni, teils in sehr wenigen Farben. Das ist auch kein Lego in dem Fall. Habe mir gedacht, wenn es nicht so viel Auswahl gibt und dunkelblau, passt ja eh zu meiner Ritterfraktion. Dann habe ich natürlich jetzt einiges an Soldaten. Ich habe gedacht, ich verteile die gleichmäßig um den Tisch. Das heißt, das wären 8 Figuren. Und da habe ich mir halt einfach geguckt, was ich noch habe, was irgendwie wie ein Ritter aussieht. Habe dann hier natürlich so ein Frightening Knight, ist das, glaube ich. Ah ja, was ich hier auch habe, ich habe hier noch andere Schwerter. Die habe ich mir auch mal noch bestellt. Ich finde die eigentlich sehr schön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Die haben auch einen schönen Glanz und sehen halt einfach deutlich besser aus. Und jetzt gerade natürlich jetzt hier für die besonderen Ritter, Herzöge und sonst was König, bietet sich natürlich an, auch besondere Schwerter zu nehmen. Das heißt, den habe ich da jetzt genommen. Ich habe dann auch noch hier aus meiner Jugend einen Ritter, einen Drachenritter. Gehört natürlich auch dazu. Hier, irgendein Dude, der irgendwie ein bisschen wie Ritter aussieht. Habe ich im Lego Store gefunden. was ganz Verrücktes. Mir sind die Figuren ausgegangen. Also habe ich mir gedacht, ja, da kommt halt noch ein Nexo Knight rein. Warum nicht, ne? Ich habe dann auch noch nochmal hier so einen Ritter. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich einen Falkenritter. In dem Fall habe ich aber einen klassischen genommen, also einen alten aus den 90ern. Keine dieser neuen. Haben natürlich auch noch einen König mit seinem Krönchen und auch dieses Schwert. Und als letztes haben wir halt auch noch, wie kann es anderes sein, natürlich ein Zauberer. Merlin gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Aber ich würde sagen, jetzt haben wir dieses ganze Kleinkrusch hier rumfahren. Bauen wir das doch jetzt auch noch ein in den Turm. Und da sind sie alle drin, die Herren. Wie man sieht, es ist ein voller Raum.
Deswegen konnte es halt im anderen, hatte es keinen Platz. Auch hier halt wieder alles voll ausgenutzt. Ja, und sie haben keine Stühle. Sie müssen im Stehen besprechen. Aber ich denke, das ist doch immerhin eine gute Nutzung für diesen Raum. Ich wusste ehrlich gesagt sonst auch nicht, was ich reinmachen sollte. Aber ich setze den jetzt noch oben drauf, schauen uns das Ergebnis an. Also, bis gleich. So langsam wird es ja echt jetzt hier voll, wieder an meinem kleinen Eckchen, was ich hier noch habe. Ich habe jetzt das Stockwerk einfach mal noch draufgesetzt. Zeige euch das jetzt mal, wie das jetzt hier aussieht. Also der Turm wächst und er ist auch noch nicht fertig. Da kommt noch was oben drauf. Ein, zwei Stockwerke, schätze ich mal, werden noch drauf kommen. In der nächsten Folge möchte ich jetzt aber erstmal hier unten weiterbauen, weil wir brauchen hier einfach eine weitere Grundlage. Ich sehe gerade ein bisschen hell. Zwar möchte ich hier eine weitere Grundlage schaffen, und zwar indem wir jetzt ja dieses Modul hier machen, dieses Lager bauen, weil ich brauche das ja als Unterkonstruktion, um dann auch hier den Innenhof zu bauen, um hier weiter überall das noch zuzumachen, das Palastgebäude draufzusetzen. Da brauche ich einfach diese Unterkonstruktion. Das heißt, wir bauen diese zwei Module. Das sind ja die Lagermodule der nächsten Folge. Also, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.